Leute, hier ist wieder eure Bella und heute machen wir mal ein Chumpy-Video, aber nicht einfach nur so ein ganz normales Chumpy-Video. Das wird ein bisschen anders sein, also ich werde nicht versuchen, den schnellsten Weg zu reiten, sodass ich Erste werde. Wir werden nämlich versuchen, das Championat ohne Abkürzung zu reiten, also so wie es uns die Schilder sagen, so wie es Star Stable vorgesehen hat, ohne irgendwelche Abkürzungen und so weiter und so fort. Das war übrigens nicht meine Idee, die Idee habe ich von jemandem von Instagram erhalten. Ich hoffe, die Person, die das gerade hört, fühlt sich angesprochen. Also übrigens vielen, vielen Dank für die Idee. Ihr könnt mir natürlich auch selbst irgendwelche Ideen schreiben, egal ob jetzt hier bei YouTube, in den Kommentaren oder über Instagram oder über Discord. Also wenn ihr Videoideen habt, schickt mir die gerne zu und dann werde ich versuchen, die Videoideen umzusetzen. Ne? Also, ja. Es ist nicht mein Ziel. Frosch im Hals. Also es ist nicht mein Ziel, in diesem Chumpy-Video Erste zu werden, sondern wirklich das Championat ohne Abkürzung zu reiten. Mal gucken, wie das so ist. Ob das, ja, Erste werde ich logischerweise nicht. Das ist klar. Ich glaube noch nicht mal, dass ich unter die Top 10 komme, weil keine Abkürzung zu nehmen, das, ja, also das ist schon, wie sage ich denn das? Also mit Abkürzung, das ist schon richtig krass viel Zeit, die man da rausholt. Und ohne Abkürzung, da ist man halt wirklich ziemlich langsam. Ja, wir gucken einfach mal, wie das wird, wie lange ich am Ende brauchen werde. Und ja, wir gucken einfach mal. Und an dieser Stelle würde ich sagen, ich quatsche nicht länger, sondern wir sehen uns wieder, wenn das Champi losgeht. So, es geht los, Leute. Konzentration, Championat ohne Abkürzung. Also immer schön auf dem Weg bleiben. So, jetzt muss ich gucken, wo Star Stable mich hinlenkt. Genau, einmal schön hier lang. Schön hier drüber springen. Wie über die Kürbisse. Wieder über die Kürbisse. Wieder über den Baumstamm. Ja, wow, toll. Das hat ja schon mal echt viel gebracht. Okay, diese zwei Hindernisse waren sehr dicht hintereinander. Da war das Springen. Da wurde das Springen einen nicht gerade erleichtert. So, genau. Jetzt um die Heuballen herum. Jetzt hier so lang zwischen dem Holz. Genau, wir wollen es uns ja schließlich einfach machen, ne? Aber what the hell? Bin ich jetzt trotzdem echt Platz 8? Okay, das ist krass. So, ja. Weiterhin immer schön auf dem Weg bleiben. Ich glaube, ich habe das Championat oder ich bin das Championat noch nie ohne Abkürzung geritten. Also ich habe immer versucht, mit den anderen mit... Ja, hier kann ich natürlich nicht auf dem Weg bleiben. Das ist ja, hier muss ich ja den Vogelscheuchen so ein bisschen ausweichen. So, jetzt springe ich mal hier rüber. Ja, das ist okay. Jetzt muss ich aber hier mal so ein bisschen hin und her reiten. Ich glaube, das geht nicht anders. Aber ihr habt ja gesehen, wie viele grüne Pfeile da waren. Also man konnte ja die ganze Bandbreite jetzt nutzen, um an den Vogelscheuchen vorbeizurennen. Anders geht es ja logischerweise nicht. So, jetzt reiten wir mal schön hier außen rum. Wir versuchen natürlich auch so wenig wie möglich zu springen. Ich bin trotzdem Platz 7 und die Gruppe war voll. Hä, was? Also ich gucke gleich nochmal am Ende, ob die Gruppe wirklich komplett voll war. Also ob 20 Leute da waren oder nicht. So, ja, wir reiten natürlich hier drum herum. Ist ja klar. So, jetzt muss ich hier aber... oh Gott. Ja, irgendwie an diesen Männern vorbeikommen. Aber es geht tatsächlich. Also selbst ohne Abkürzung bin ich jetzt gar nicht mal so weit hinten. Platz 8 ist nicht der beste Platz, aber ganz ehrlich, es hätte auch schlimmer sein können. Ja, und ich hatte auf jeden Fall keinen Stress wegen diesen Abkürzungen, weil es ist ja immer so die Frage, schafft man die Abkürzung und schafft man die nicht? Wenn ja, dann ist es super gut. Wenn nicht, dann hat man ein bisschen die A-Karte gezogen. Und warum zum Teufel bin ich jetzt auf Platz 6 gelandet? Lässt mich hier irgendjemand wieder vor? Das wäre aber nicht sehr schön, weil ich möchte das schon auf normalen Wege erledigen. Das Chumpy, genau, so wollte ich das sagen. Ja, ich glaube, das war jetzt Platz 7 oder so. Wir lassen mal die Zeit ein bisschen vergehen und da sehen wir uns wieder, wenn die Liste aufploppt. So, und da ist auch schon die Liste. Wir haben insgesamt tatsächlich 20 Teilnehmer. Also die Liste ist voll und ich bin jetzt auf Platz 7 gelandet und habe keine Abkürzung genommen. Okay, und das beim Goldene Hits Championat ist wirklich vollkommen okay, würde ich sagen. Ja, oh nein, ich wollte... Ah, Mist. Ah, ich wollte die Gewinner nochmal vorlesen. Herzlichen Glückwunsch. Ach, Mist, verdammt mich nochmal. Okay, hat hier irgendwer gewonnen? Kann ich das noch aus dem Chat rauslesen?
Ja, ich schreibe einfach mal herzlichen Glückwunsch. Ach Mist, tut mir leid, ihr Lieben. Ja, das war mein Fehler. So, ja, das war das Championat ohne Abkürzung. Also hier in Golden Hills war es auf jeden Fall ein voller Erfolg. Also ich bin nirgendwo hängen geblieben. Hab die Abkürzung nicht genommen, aber habe trotzdem einen ganz guten Platz erreicht. Und dafür, dass ich das Golden Hills Championat nicht so gut kann und auch nicht so gerne reite, war das tatsächlich ganz okay. Aber es gehört ja auch ein bisschen Glück dazu, ne? So, ihr Lieben, das war es auf jeden Fall vom Chumpy-Video. Wie hat euch dieses Video Championat ohne Abkürzung Reiten gefallen? Wenn ihr wollt, dass ihr nochmal so ein Chumpy-Video sehen möchtet, dann schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, war es das auch schon wieder vom Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video oder nächsten Livestream wiederhören oder wiedersehen werden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!